Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Switchbot-Video. Achso, jetzt habe ich den leeren Karton genommen. Entschuldigung, Moment. Jetzt habe ich mich aus Versehen vergriffen. So. Wir haben ja schon den Switchbot-Kotten, also Gardinenbot. Verglichen den neuen und den alten. Jetzt, dann hatten wir den Raumsensor verglichen. Weil wurde alles, fast alles ja hier updated. Jetzt nehmen wir uns einfach mal die Indoor-Kamera vor und gucken uns da mal an, was sich da so getan hat. Holen wir uns erstmal die alte raus aus dem Karton. Hier unten hatte ich hier aufgemacht. Och, wunder mich, warum ich das hatte die alle angeschlossen. So, bei der alten haben wir praktisch, hier sitzt die Kabelei drin, also das hole ich jetzt mal nicht raus. Hier geht jetzt nur um die Kamera. So, da haben wir dann halt die Möglichkeit, hier haben wir so einen Standfuß. Das können wir auch lose machen hier. Seht ihr ja so ein Schlosssymbol vielleicht. Und dann könnte man das an die Wand machen und dann könnte man die auch also so oder nach oben an der Wand machen oder halt auch so befestigen und dann einfach hier reindrücken, dann ist die da drinne und dann könnte man halt praktisch irgendwie mal ein bisschen befestigt. Hier hat man dann auch eine Micro-SD-Karte, die man reinmachen kann. Hier ist dann ein Symbol, dass da an ist. Man kann auch, man hat ein Mikrofon drinne und so. Ne, hier oben war das grüne, glaube ich. Ja. Oder man kann sie auch, hier ist denn der Stromkabel. Man kann sie auch so befestigen, praktisch, den Fuß. Und dann kann man das halt so nach unten richten oder halt links, rechts. Also das ist ja dann praktisch, die Kamera nimmt ja so lang auf, so. Und dann kann man die halt an der Seite befestigen. So, wir nehmen uns einfach mal jetzt ganz normal, machen wir sie jetzt so. Und die neue, die ist da etwas kompakter. Auch der Karton ist schon viel größer. Also ich muss sagen, da hat Switchbot echt super mitgedacht bei den meisten Sachen, was sie jetzt hier neu auf den Markt bringen, beziehungsweise in einer updateten Version auf den Markt bringen. Ich bin von dem Thermometer total begeistert. Da kann ich eigentlich mal auch ablesen. Ohne Brille. So, wir haben dann praktisch halt die Kamera hier drinne. Also ist halt ein Unboxing, aber halt. Ich wollte halt unbedingt die alte Kamera mit dazu nehmen, damit er das sieht. Dann machen wir Unboxing. Also machen wir Unboxing Hardware eben. Das ist ja auch Quatsch. Weil da ist ja auch nicht so viel auszupacken. Wir haben ja halt hier. Ja, und dann halt hier. Oha. Ein Wandadapter. Ein USB-Kabel für Strom. Und dann ein Adapter für England. Hier habt ihr dann einen Aufkleber. Ich denke mal dafür, dass man das vernünftig an die Wand bringen kann und die Löcher richtig macht. Hier haben wir dann, sieht aus wie vom Smartphone, so ein Ding. Und hier ist es denn, was ihr euch denn an die Wand machen könnt. Und dann wird der Bot praktisch da aufgeklebt. Das machen wir gleich. Hier sind die Schrauben und die Dübel. So, das wird dann halt hier, seht ihr das? Das geht dann ganz einfach. Mal gucken, wo oben und unten ist. So. Also der dreht sich mit. Wir müssen hier unten festhalten.
dann ist das halt praktisch so an der Wand und dann kann sich das links, rechts drehen. So. Und die Kamera natürlich auch nochmal hoch, runter, links, rechts. Da machen wir erstmal die Sicherheitsfolie ab hier. Damit wir uns die mal angucken können, wie die Qualität gleich sein wird. Gucken, ob sich da was geändert hat. Die alte hat schon eine gute Qualität gehabt. Mal gucken, was die neue sagt. So. Wir brauchen nicht den ganzen Kabel aufdröseln. Da, wo ich sie hinpacken werde, brauchen wir nicht so viel. Und auch hier am Tisch brauchen wir nicht so viel. Deswegen können wir das hier wieder zumachen. So. Also ist schon wesentlich größer und breiter logischerweise als die alte. Die Linse finde ich eigentlich gleich groß. Sieht also na ja, ein Stück kleiner vielleicht sogar noch. Das ganze Ding. Aber na, mal gucken. Kann auch täuschen optisch. So, jetzt leuchtet sie hier oben rot. So, wir machen mal so. Und so, sagen wir mal, wir wollen jetzt eine Kamera hinzufügen. Plus. Oho. Petitan K2. Da gibt es sogar zwei. Pan Tilt Cam und Pan Tilt Cam K2K. Wir haben Cam, ja, hier steht es mit K, aber auf dem Karton steht es mit C, also richtig. In der App steht es falsch. Ich nehme mal über 2K, mal gucken. Ah, okay, rotes Blinklicht. Also man kann hier unten, da kann man resetten, dass es blinkt, aber es blinkt ja. Wartet mal, ich muss mein Passwort eingeben. Für einen Router. So, und jetzt sollen wir, ach, das kenne ich ja noch vom letzten Mal, 10 bis 20 Zentimeter. Ach, und schon drinne, weil wir haben hier so einen QR-Code und den müssen wir halt dann 10 bis 20 Zentimeter vor die Kamera halten. Und ihr habt ja gehört, bing, 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 wir haben jetzt auch schon grün, wir sind verbunden. Ich habe den Ton gehört. Wir nennen die dann einfach mal Cam Flur neu. Flur. Bestätigen. So, jetzt hat er einen Flur drinne. Der wollte den Flur gerade nicht nehmen. So. Ich mach mal so.
Also im ersten Blick sieht die Qualität ein bisschen besser aus als die alte Cam. Jetzt nimmt er auf. Hier haben wir jetzt praktisch dann in groß und dann können wir die Kamera auch steuern. Reagiert auch schneller und direkt. Schere ist Screenshot. Hier ist Aufzeichnung, Mikrofon, hier ist Pause. Haben wir denn eigentlich für die Kamera auch ein Update? Es ist schon die neueste Firmware-Version. Der Bart sieht ein bisschen. Aber man kann alles erkennen, also als Überwachungskamera gut. Und Alarm hat das schon ein paar Mal ausgelöst. Also ist doch eine sinnvolle Verbesserung, würde ich sagen. Von früher zu heute. Also da hat sich doch einiges getan. So. Ich habe jetzt ein bisschen hin und her experimentiert. Die Kamera ist nämlich zwischendurch ausgegangen. Wir haben das verbunden. Also so nebeneinander halten. Ich hoffe, das ist noch drauf. Ich habe jetzt geguckt. Ich habe. Die lässt sich gut steuern, die Kamera. Über die Switchboard-App. Alle zeige ich euch gleich. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, über Alexa drauf zuzugreifen. Das funktioniert bei der Kamera nicht. Bei der alten funktioniert es schon.
Da ist mein Flur. Und hier ist die neue, hier, da. Okay, das funktioniert auch. Nachtmodus. Automatisch. Bewegungsverfolgung. Ah, hier. Das wollen wir anlassen. Privat, dann geht sie dann hierzu. Und Bewegungserkennung. Das ist das hier. So. Leider, ich weiß auch nicht warum. SD, HD. Hier können wir auch dann noch mit Hand die Richtungstasten auswählen. So, wir können halt zwischen den Kameras auch hin und her wechseln. Aber. So, ich habe auch hier, seht ihr, hier Bewegung ist drin. Aber hier. Vielleicht kommt es noch mit einem Update oder so. Ich weiß es nicht. Ob das oder ein Fehler ist oder so. Ich muss das mal beobachten. Jedenfalls wird die alte von Alexa so weit unterstützt, dass ich mir Alexa angucken kann, die neue nicht. Vielleicht darf die neue das auch nicht mehr wegen Datenschutz. Die sind ja da immer jetzt allem auf der Spur. Also Einstellung läuft ganz gut. Sinnvolle Verbesserungen mit dem automatisch folgen. Wenn man, und dass sie dann halt hier das runter macht, dass man wirklich gar nichts mehr sieht. Mit dem Befestigung ist auch sinnvoll verbessert worden. Das ist hier manchmal ein bisschen wackelig, wenn man das irgendwie mal abgemacht hat. Also da hat auch wiederum, muss man sagen, SwitchBot wieder verbessert. Weil wir hatten ja schon den Raumsensor, wo ich gesagt habe, der hat sich verbessert. Der SwitchBot Kotten hat sich verbessert. Und jetzt sieht man doch, dass sich da einiges verbessert hat. Von der Breite, Höhe, Bedienbarkeit. Ja, die Bedienbarkeit ist doch die gleiche, aber finde ich, also das neue Modell finde ich schöner. Besser. Kannst du schön zentral rauf machen, das dreht sich. Die Kamera hoch, runter. Links, rechts, natürlich hoch, verfolgen alles. Das ist eine sinnvolle Erneuerung. Also da, Hut ab. Mal gucken, was sich noch so getan hat bei SwitchBot.